Ist es ein Training für den Fall der Eskalation im Ukraine-Krieg? Laut Luftwaffentruppenkommando beginnen schon im Jahr 2019 erste Planungen für die Air Defender-Übung mit den verbündeten Streitkräften, also lange vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Dennoch, das Manöver sendet Signale aus. Wir demonstrieren letztlich, dass wir unseren Luftraum über Europa, über den Verbündeten Nationen kontrollieren können. Und dass wir Luftherrschaft halten können über diesem Luftraum. Und natürlich ist das eine gewisse Form von Abschreckung. Weil wenn Sie Lufthoheit über einem Luftraum haben, dann schränken Sie natürlich die Operationsfreiheit eines potenziellen Gegners ganz erheblich ein. Deutschland übernimmt die Führung der multinationalen Übung und die Rolle eines Verteidigungsknotenpunkts innerhalb Europas. Hier werden drei Übungslufträume im Süden, Osten und Norden der Bundesrepublik genutzt. Insgesamt trainieren 10.000 Personen mit aus 24 Partnernationen. Die Luftwaffe ist mit Eurofightern, Tornados und 5 A400M aus Wunsdorf dabei. Und so kann es natürlich auch hier zugunsten der kollektiven Sicherheit zu mehr Lärm kommen, als das sonst der Fall ist. Was den Fliegerhorst betrifft, gibt es, das kann ich Ihnen berichten, eine sehr hohe Akzeptanz in unserer Bevölkerung. Der Standort besteht ja auch schon sehr, sehr lange. Ein Beschwerdebild gibt es praktisch nicht oder nur ganz, ganz gering. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Flugausbildung sich in den vergangenen Jahrzehnten natürlich grundlegend verändert hat. Heute ist es so, dass über 90% der Flugausbildung im Simulator absolviert wird und natürlich die entsprechenden Flüge, die früher in echt durchgeführt worden sind, entfallen. Aber ab dem 12. Juni finden hier dann täglich echte Start- und Landevorgänge statt. Von vornehmlich Lufttransportflugzeugen. Kampfjets werden am Fliegerhorst Wunsdorf nicht stationiert.